haben jetzt, die Planung ist soweit abgeschlossen. Klaus Hadaschik hat einen Plan. Er muss einen haben. Für die Hamburger Hafen- und Logistik AG Hala macht er die alten Speicher im Welterbe fit für die Zukunft. Das sollte reichen. Ja, müsste reichen, ne? Ja. Wenn hier nicht bald ein Schornstein steht, könnten im Erdgeschoss keine Kaffeebohnen geröstet werden. Deshalb bekommt der alte Speicher seinen ersten Durchbruch. Das Schwierige ist, dass wir natürlich den Schornstein, der mit hohen Temperaturen beauftragt ist, brandschutztechnisch abschotten müssen. Wir durch mehrere Geschosse durch müssen, wir wieder brandschutztechnisch auch da große Anstrengungen unternehmen müssen, dass es wieder geschlossen wird. Kaffee riecht natürlich nicht immer so angenehm, wenn er frisch geröstet ist. Nur wenn er in der Kaffeetasse ist. Dann ist er lecker. Tolle Sache. Jahrzehntelang lagerten hier im Speicher Säcke mit Rohkaffee. Dann passierte lange nichts mit dem über 125 Jahre alten Gebäude. Eine kleine Rösterei soll es jetzt wiederbeleben. Mit Kaffee, Ladengeschäft und einem Kaffeemuseum. Genau richtig so, findet Klaus Hadaschik. Der Immobilienchef bei der Hala wacht über 300.000 Quadratmeter Speicherböden. Jetzt muss nämlich Grenze. Viele Speicher sind bisher nur von außen zu bewundern. Das soll sich hier mit seiner Unterstützung bald ändern. Doch vorher muss die alte Röstmaschine erstmal ankommen. Gute 100 Jahre, ja, treffen gute 125 Jahre, finde ich ganz spannend. Wir sind ganz gut vorbereitet, haben eine gute Zeit gehabt, eine gute Vorlaufzeit. Aber das ist in diesen Häusern einfach, wir operieren am offenen Herzen, weil wir haben schon mal eine Nutzung uns dafür vorher überlegt. Und diese Möglichkeit, einfach diesen Kaffeespeicher mit dem Museum hier zu integrieren, ist wirklich etwas Besonderes und fordert uns aber auch. Er hat die Verantwortung für die neue denkmalgerechte Nutzung der alten Böden. Auf der anderen Seite ist der Schaltpult und die beiden Geräte, die würden ja auf diese Platte zum Beispiel nicht passen. Nicht unbedingt. Ne? So. Die könnt ihr aber ja auch nicht einfach so stehen lassen, die müsstet ihr ja auch verschrauben. Richtig? Genau. Die müssen verschraubt werden? Die können nicht unbedingt. Die bleiben die lose stehen. Die können lose stehen. Ach, die können lose stehen. Ja. Also alles, was wir jetzt hier stehen haben, genau. Wird auf, am besten auf eine Platte gestellt, okay. Um die ganzen Motoren festzumachen. Sieben Tage in der Woche will Röstmeister Erik Brockholz an der Maschine stehen. Ja. Das ist ein Highlight, wenn man hier reinkommt und so eine schöne Location hat, möchte man natürlich auch, dass dann immer toll geröstet wird. Und der Kaffeeduft, den man da hat, der verleiht das Ganze natürlich dann noch einen tollen Charakter. Doch bis das soweit ist, wird es noch dauern. Der Maurer hat den Schacht für den Schornstein gerade erst im dritten Geschoss durchbrochen. Vier liegen noch vor ihm. Moin. Klaus Hadaschik begleitet seit 10 Jahren Projekte wie diese. Sie brauchen einen sensiblen Umgang. Mal eben was aus der Hüfte schießen, läuft nicht. Im Juli hat die UNESCO der über 125 Jahre alten Speicherstadt den Welterbetitel verliehen. Als das größte historische Logistikzentrum der Welt. Aus kaufmännischem Interesse entsprungen, ist sie jetzt zum ersten Kulturdenkmal Hamburgs geworden. Doch schon lange ist sie nicht mehr, was sie mal war. Bis in die 90er Jahre galt sie noch als das größte Orientteppichzentrum außerhalb Teherans. Aber von ehemals 200 Teppichhändlern gibt es heute nur noch 53. Die Nachfrage für die handgeknüpfte Ware sinkt. Viele Händler, die noch da sind, kämpfen ums Überleben. Ihre Bestimmung als Warenlager verlieren die Gebäude immer mehr. Ihre Hochzeit erlebt die Speicherstadt Anfang des 20. Jahrhunderts.
Kaffee, Tee und Gewürze werden hier gelagert, bemustert und veredelt. Schnell wird sie ein wichtiger Teil der Hamburger Hafenwirtschaft. Bis in den 50er Jahren eine Stahlbox den Welthandel revolutioniert. In jedem Land sind Container mit der gleichen Technik bewegbar. Die Kosten sinken um 90%. Statt in Säcken reist die Ware als Schüttgut. Für die Massenlieferungen sind nun Flächenlager nötig. Doch die schöne Rote wäre nie so alt geworden, wäre sie nicht offen für Neues. Christian Rusche liefert für die Firma City Farming Obstkisten aus. Warenlogistik im Kleinen. Nicht nach Übersee, sondern nur ums Eck. Aber dafür im Welterbe. Weil sein Chef eine grüne Linie fährt, hat er den jungen Ingenieur und seine selbstgebauten Lastenräder mit an Bord geholt. Wir passen da rein, Christian. Das ist unser kleines Fahrrad. Da passen 24 Kisten rein. 200 Kilo kann es tragen. Der LKW unter den Lastenrädern. Das war die Diplomarbeit und jetzt sind sie dann irgendwann fertig geworden. Und das ist das allererste. Man baut ja das erste Fahrrad, das man baut, das baut man für seinen Feind. Das zweite baut man für seinen Freund und das dritte baut man für sich. Also es dauert dann auch ein bisschen, bis man dann halt endlich das perfekte Fahrrad dann entwickelt hat. Das vierte ist in der Testphase. Ein Kühlrad. Sie selbst fahren wollte er eigentlich nie. Da hatte ich dann mein erstes Fahrrad halt fertig und dachte so, ey, ist doch klasse für City Farming mit den ganzen Kunden, die den Innenstadt halt haben. Dann bin ich dann dahin und habe das dem Chef Askan gezeigt. Und er ist dann eine Probe gefahren und meinte, der ist saugeil, aber kaufen tue ich das nicht. Aber du kannst für uns fahren. So kommt es, dass Christian Rusche seine Flotte vermietet und sich selbst gleich mit dazu. Nur 200 Meter Luftlinie entfernt gehören das Chilehaus und das Konturhausviertel zum Welterbe dazu. Wegen seiner Form und Gestaltung gilt das Chilehaus als Ikone des Backsteinexpressionismus. Sie ist die inoffizielle Botschafterin des Chilehauses. Er der Baumeister. Dann brauche ich unbedingt das. Ich brauche diese Bilder. Dass ihr Chilehaus jetzt Welterbe ist, muss Flo Peters feiern. Mit einem Empfang in ihrer Galerie. Der Hausmeister hat, was sie dafür braucht. Diese Bilder müssen wir rübertragen und dann müssen wir die nochmal neu rahmen. Und dann würde ich die alle gerne zeigen. Ja, klar. Das ist überhaupt das Beste. Ich habe mal gezählt, wie viele Leute da drauf sind. Oh Gott. 365. Das glaube ich nicht. Doch. Das haben Sie mal gezählt? Ja. Haben Sie nichts Besseres zu tun gehabt, als die Leute zu zählen? Der arbeitet überhaupt nicht. Ja, guck mal, der zählt nur Leute. Genau, der zählt nur noch. Wie toll ist das denn, oder? Genau. Gut, Herr Rosa, ja. Hier, dieses Foto, das ist aufgenommen, das wissen Sie, nach dem Bombenangriff. Ja. Wann war das? 1943, oder? Ja, ja. Ja? Wissen Sie das noch? Und das ist genau hier. Wir sind hier in der fünften Etage, in dieser Mietung. Da ist die Bombe rein. Guck mal hier, und da, das ist ein tolles. Das nehmen wir auf jeden Wollen Fall. Wollen Sie das mit? Ja, ja, das nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir das mit. Sehr toll. Schön. Super. Ja, da bin ich froh. Das Chilehaus mit seinem Schiffsbug haben 4000 Handwerker zusammengesetzt. 1924, nach nur 2 Jahren Bauzeit, war es fertig. Seinen Namen hat ihm Bauherr Henry Slohmann gegeben. Nur weil er durch den Handel mit Salpeter aus Chile reich geworden war, konnte er das riesige Gebäude überhaupt finanzieren. Als Konturhaus geplant, arbeiten heute noch immer Büroleute in den Räumen. Nur die Flächen hat der Eigentümer Union Investment nach und nach vergrößert.
An der Südseite stellt Flo Peters in ihrer Galerie internationale Fotografen aus. Seit 8 Jahren. Nur die Besten. So wie Steve McCurry. Dass sie nebenbei inoffizielle Marketingfrau für das Chilihaus ist, hat sich so ergeben. In jeder großen Stadt der Welt gibt es doch immer ein Gebäude, das berühmt ist oder das man gerne angucken möchte. Und das ist in Hamburg sicherlich das Chilihaus. Und das ist ja auch das schönste Gebäude der Stadt. Es gibt viele schöne, aber das Chilihaus ist das Schönste. Und warum? Weil hier mit den Steinen gehäkelt wurde. Hier wurde ein Gebäude auf ein ganz kleines Grundstück gebaut. Dieses spitz zulaufende Gebäude, das aussieht wie ein Schiff, das ist doch unglaublich. Diese Idee, super. Sie will eine Broschüre über das Haus machen. Nicht, dass sie einen Auftrag hätte, sondern aus Liebe. Auch nicht. Ich habe einfach zu viel Bilder und zu viele Samples von allen möglichen Fotografen hier. Dieses Chaos ist geordnet. Und keine falschen Eindrücke hier hinterlassen. Alte Fotos hat sie genug, doch das reicht ihr nicht. Flo Peters ist Perfektionistin. Ich hätte gerne noch 2 oder 3 aktuelle Bilder da drin. Und die machen wir jetzt aber noch ganz schnell und ganz gut. Ja. Und dann kann das zum Drucker gehen. Erst jetzt entwickelt sich die Speicherstadt zu einem lebendigen Viertel. Eher hätte sie es gar nicht gekonnt. Bis 2002 war sie durch Zollzäune von der Stadt abgeschnitten. Fotograf Thomas Hampe kann sich noch an die täglichen Kontrollen erinnern. Er hatte sein Büro hier schon in den 90ern. Das war eine ernstzunehmende Grenze, die wurde auch gut bewacht und behütet. Wenn wir hier zum Beispiel als Weihnachtspräsent eine Flasche Wein uns ausgedacht hatten für ein befreundetes Unternehmen, dann mussten wir das hier deklarieren lassen. Und zwar brauchte man dafür eine Nämlichkeitsbescheinigung. Die Nämlichkeitsbescheinigung heißt so, weil das das Nämliche ist. Also man kriegt bescheinigt, dass diese Flasche Wein ist. Darum muss alles draufstehen. Die Menge 0,75, die Art, Anbau, Traube, so etwas. Und diesen Schein musste man dem Beschenkten mitgeben. Sonst durfte er hier damit nicht wieder raus und musste das vor Ort trinken, was natürlich auch verboten war. Das ist die Geschichte. Wäre Hamburg der Zollanschluss an das Deutsche Reich nicht in die Quere gekommen, hätte es die Speicherstadt nie gegeben. Bismarck drängte die Stadt, der Zollunion beizutreten. Erst weigerte sie sich, fügte sich dann aber doch. Die Folge? Ein zollfreies Gebiet musste her. Nach vielem Hin und Her fiel die Wahl auf die Kehrwieder Wandraminsel. Ein ganzes Viertel musste der künftigen Speicherstadt weichen. 20.000 Menschen verloren ihr Zuhause. (1888) setzte Kaiser Wilhelm II. Den Schlussstein. Die Kinder hatten sogar schulfrei an dem Tag. In nur 3 Jahren waren 60% der Speicherstadt fertig. Nach Unterbrechungen durch den Ersten Weltkrieg war sie 1927 dann komplett. Gegründet auf 1,5 Millionen Holzpfählen. Schon damals ein Aushängeschild für die Stadt. Wenn Thomas Hampe gerade frei von Kundenwünschen ist, macht er einfach nur so Fotos. Am besten, es kommt ihm zufällig was vor die Linse. Heute hat er Glück. Block T bekommt einen neuen Duckdalben, einen Aneckschutz für Schiffe. Der alte war morsch und musste gezogen werden. Und da sieht die Pontons, die Baucontainer, den Kran, die Barkasse und Schlepper. Faszinierend. Bringen hier eine ganze Baustelle rein. Was für die Schreibtischmenschen nach Welthafen riecht, ist für die Monteure zentimetergenaue Schweißarbeit. Und wie dieser große Ponton durchs Fleet gefädelt wird, hat schon was.
Das ist das Schöne an Hamburg, ne? Man geht so durch die Speicherstadt und kriegt eine Menge geboten. Das ist doch Arbeitswelt, wie es sie sonst gar nicht mehr gibt. Und das mitten im Welterbe. Zehn Mann und ihre Geräte sind Minimum, um den Akt zu bewältigen. Und plötzlich geht alles so schnell, jetzt richten die den Kran auf. Und müssen natürlich höllisch aufpassen, dass sie kein Loch ins Welterbe machen. Ne? Ich meine, wo gehen wir da hin? Zehn Tonnen müssen die Männer bewegen. Nur 50 Zentimeter vom Gebäude entfernt soll ein Rüttler den Dalben in den Schlick bohren. Faszinierend. Da stellt man sich so eine kleine Aktion vor, so wie ein Lochbuddeln für so einen Straßenbau. Aber das ist schon was. Meine Güte. Etwa alle 5 Jahre muss einer der alten Duckdalben in den Fleten ersetzt werden. Ob er am Ende lotrecht steht, bestimmt die Wasserwaage. Wehe, er ist nicht gerade. Ja, gerade im Hafen, ne? Ist ja alles tipptopp. Rechter Winkel ist hier noch rechter Winkel. Die schicken Neubauten der Hafencity gegenüber können seiner schönen Roten nichts anhaben, findet Klaus Haderschick. Ein Drittel der Speicherstadt ist bereits saniert und nicht weniger funktionstüchtig. Für ihn ist der beste Denkmalschutz, wenn die Gebäude langfristig in Gebrauch sind. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie einen Oldtimer haben, den stellen Sie in den Keller, weil Sie nicht so oft fahren wollen, dann steht er sich kaputt. Und Gebäude, die nicht genutzt werden, zerfallen früher oder später. Das kann man in vielen Städten beobachten und wir wollen genau das verhindern. Deswegen möchten wir sehr, sehr frühzeitig Nutzungen uns hier überlegen, die dafür Sorge tragen, dass die Gebäude lebendig bleiben. Fast die Hälfte der sanierten Speicher ist in der Hand der Kreativbranche. Die Farbe Gold für den Außenauftritt gilt für alle. Eine Vorgabe. Bei Brabant Rieken im alten Zollhaus machen Werber Wurst, Marmelade und Versicherungen zu etwas Besonderem. Manchmal casten sie auch Kaffeebohnen. Nur die Besten schaffen es, in einem Werbespot aufzutreten. Da wird knallhart aussortiert. Alles für den perfekten Appetite-Appeal. Kreativchef Peter Brabant ist sich sicher, dass er mit seinem Team hier genau richtig ist. Das ist hier in der Speicherstadt, also als Werber würde man wahrscheinlich sagen, ist einer der größten Relaunches einer Marke oder in dem Falle einer Gegend, die du wahrscheinlich jemals erlebt hast oder die man jemals gefunden hat, nämlich eben halt von einem Lagerbereich zu einem Bereich der Kreativität und der Ideen und der Inspiration. Und stärker kann man eine Marke Speicherstadt eigentlich gar nicht verändern, denke ich. Noch vor den Kreativen liegen zahlenmäßig die Modehändler. Gebäudeentwickler Klaus Haderschick konnte mittlerweile 125 unterbringen. Die Böden haben sie sich als Lofts oder als Showrooms eingerichtet. Günther Loft war der erste hier aus der Branche. Zweimal im Jahr muss er Platz schaffen für die neue Kollektion. Dann dürfen auch Nichthändler gucken kommen. Günther. Herr Haderschick, wie geht's? Mir geht's gut. Es steht ja wieder eins wie üblich. Ne? Du kannst ja alles tragen. Zumindest über den Arm. Also. Siehst immer gut aus. Ist immer witzig wie immer. Na, lustig, lustig. Wie das dann letzten Endes so gewachsen ist, das war nicht mein Verdienst. Das ist auf Klaus Mist gewachsen, auch das so weit voranzutreiben. Und so in der Größenordnung hätte ich das nicht gedacht, weil mittlerweile sind wirklich ganz, ganz große Mitstreiter in dieser Branche hier. Nicht so kleine Lichter wie wir sind, sondern richtig
große. Und das belebt das Ganze, macht das auch für unser Eins sehr viel einfacher. Auch weil die Einkäufer zum nächsten Händler nur nach nebenan müssen. Als Günter Loft hier vor 15 Jahren anfing, musste er seine Ware noch am Zoll vorbeischleusen, 7 Stockwerke zu Fuß gehen und auf dem Nachhauseweg die Taschenlampe auspacken. Ah ja, mich hat jeder für verrückt erklärt, als ich hergekommen bin. Weil alle saßen im Modezentrum in einem Fashionpool, Zusammenschlüsse von Modefirmen, Vertretern, Agenturen. Und mir war das einfach zu sehr allgemein, alles gleich. Und ich wollte mal was Neues, anderes machen. Und da passte das hier mit der Speicherstadt sehr, sehr gut. Und jetzt? Ja, passt das immer noch gut. Wir haben uns ein bisschen vergrößern müssen, weil die Kollektionen auch entsprechend größer wurden. Sogar nachts zeigt sich das ehemalige Zollgebiet mittlerweile als urbanes Viertel. Der Schornstein für den Kaffeeröster ist schon fast fertig. 27 Meter müssen die Ofenbauer zusammenstecken. Mal 4. 2 Abgasleitungen, 2 Abluftrohre. Alles in allem ein echter Kraftakt. Es sind viele Dinge notwendig. Einmal solche Deckendurchdringungen, da sind alte Balken, da ist Statik zu beachten. Weil Schornstein, der wiegt immerhin 4 Tonnen. Der muss unten aufgestellt werden, was sich im konkreten Fall als sehr schwierig erwiesen hat, weil die Decke das nicht trägt. Da wurden hier extra Stahlträger eingezogen. In der Nachbarrösterei gab es schon mal Großalarm. Im Schornstein hatte sich Staub entzündet. Aber der hier soll sogar einen Rußbrand überstehen. Was? Warum nicht? Was ist das los? Entschuldigung. Im Gewölbekeller bereitet sich Museumsleiter Sebastian von Bülow auf eine mögliche Sturmflut vor. Wenn sie käme, könnte der ganze Keller volllaufen. Deswegen müssen alle Regale auf Rollen. Dass er ihnen dafür die Beine kürzen muss, schmerzt ihn wenig. Lieber will er im Ernstfall seine Schätze retten. Und so sind die dann flutgesichert? So kriegen wir sie halt eben in unsere Fahrstühle und unter den niedrigeren Durchgängen durch und durch die Türen. Genau, es ist so ein, ich glaube, das ist jetzt ungefähr noch 1,5 cm Platz. Und da ja bei Flut alles raus muss, also zumindest wenn das Wasser höher als kniehoch steht, aber bis zu der Höhe kriegen wir das noch hin, irgendwie alles, was auf dem Boden liegt, einfach höher zu stellen, auf Paletten zu stellen, gegebenenfalls einfach raufzutragen. Nur wenn es halt mehr Wasser wird als das, dann muss das ja alles ins Rollen kommen, bevor es absäuft. Bis vor kurzem wusste er noch nicht mal, dass es Jobs in Hamburg gibt, bei denen Evakuierungsmaßnahmen dazugehören. Jetzt hat er selbst einen. Es wäre schöner, wenn man dann nicht extra noch mal zur Arbeit fahren muss, um so einen Quatsch zu machen. Weil die Flut ja sich dann leider auch nicht dazu entscheiden kann, das an die Arbeitszeit zu verlegen, sondern die kommt ja, wenn sie kommt. Sondern wenn ich mir jetzt vorstelle, die kommt auf einen Samstagabend, dann würde mich das schon eher ärgern. Wir werden es sehen.
Christian Rusche beliefert auch Hamburgs ältesten Teehändler Hazen und Lyon. Wer hier Nase und Gaumen voll von Teearomen hat, freut sich über Frisches. Dann bis nächste Woche. Eigentlich wollte er seinem Chef heute das neue Kühlrad vorführen, aber irgendwas war wieder mit der Schaltung. In einem der wenigen Kontorhäuser der Speicherstadt, bei List und Weißler, wird noch mit Rohkaffee gehandelt. Von ehemals 120 sind noch 11 Importeure hier tätig. Die Qualitätsmanagerin hat eine Musterprobe aus dem Lager bestellt. Wenn der Kaffee beim Cup-Tasting schmeckt wie bestellt, geht er in den Handel. Katharina de Vries trägt die Bohne sogar am Ringfinger. Never Ending Love Story, weil es für mich kein schöneres, komplexeres und lebendigeres Produkt gibt als Kaffee. Durch so viele verschiedene Faktoren, die den Geschmack auch beeinflussen. Wetter, Boden, Anbauhöhe, alles Mögliche. Sodass das nie gleich ist und man immer wieder neue Geschmackseindrücke sammeln kann und seinen Horizont irgendwie erweitert. Der Expertentest. Es ist so, wie es sein soll. Alle Tassen schmecken gleich und gut noch dazu. Die drei Lastenräder von Christian Rusche sind täglich in der Speicherstadt unterwegs. Warum das in anderen Stadtteilen noch nicht so ist, kann er nicht verstehen. Meine Traumflotte? Dass ich 80% des Marktes an Logistik in Hamburg wegmachen kann. Mit den Fahrrädern kann man 80% halt machen. Also ist der Traum natürlich auch 80% zu machen. Aber ich bin auch zufrieden, wenn man dann irgendwie 7, 8 Fahrzeuge jeden Tag auf der Straße hat. Damit bin ich auch zufrieden. Zwischen all den Firmen hat die Speicherstadt mittlerweile auch 10 Kulturorte. Hamburg Dungeon war mit seinen Gruselshows vor 16 Jahren zuerst da und hat andere nachgezogen. Wie das Miniaturwunderland nebenan. 1,25 Millionen Besucher hat es dieses Jahr angelockt. Was die Modellspeicherstadt der Echten voraus hat, sie trägt die Welterbe-Plakette schon jetzt. Im Speicherstadtmuseum geht es um die Geschichte der Lagerhäuser. Viel vermitteln die Mitarbeiter draußen bei Rundgängen direkt vor den Gebäuden. Aber auch drinnen zwischen Kaffeesäcken und anderen Museumsstücken. Eine Ecke erinnert an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Während der Luftangriffe im Sommer 1943 hatten Bomben 60% der Gebäude schwer beschädigt. Alle rot gefärbten Blöcke. Manche forderten damals, reiß doch gleich alles ab. Aber zum Glück der Speicherstadt kam Architekt Werner Kallmorgen. Er baute sie in ihrer originalen Form wieder auf. Die Spuren seiner Arbeit sind überall sichtbar. Stein für Stein hat er eingefügt, wo mal einer war. Glasplättchen für die Schmuckbänder bekam er damals nicht. Ziegel mussten reichen. Block für Block hat er so mühevoll wieder aufgebaut. Genau das hat auch die UNESCO besonders gewürdigt. Anstelle zerstörter Gebäude hat er neue entworfen, so dass sie zu den anderen passten. Sein berühmtester Bau steht allerdings nebenan in der Hafen City, der Kaispeicher A. Jetzt Sockel der Elbphilharmonie. Klaus Hadaschik hat einen persönlichen Favoriten unter den Gebäuden des Architekten Kallmorgen. Ein ehemaliges Kaffeekontor, das heute Hotel ist. Es fühlt sich sehr, sehr gut an, insbesondere für mich und sicherlich auch für die Menschen, die vor über 10 Jahren diese Grundidee hatten, hier ein Hotel in die Speicherstadt zu bringen.
wie gesagt, tatsächlich ist der Gedanke schon so lange her. Und heute ist fertig zu sehen, erfolgreich zu sehen, erfüllt uns alle mit Stolz. Auch wenn es sicherlich keine einfache Baumaßnahme war. Von außen eher sachlich, schmückt es sich drinnen mit Retro-Charme der 50er und 60er. Nach vollständiger Entkernung sind aus Büros 192 Zimmer geworden, plus dem, was ein Hotel sonst so braucht. In dem Anbau auf der anderen Seite des Fleets ist heute Veranstaltungssaal, was früher mal Kaffeebörse war. Wer hier bucht, wacht mitten im Welterbe auf. Aber Grund zur Beschwerde haben manche Gäste trotzdem, verrät der Hoteldirektor, dass man ja so schlecht über das Kopfsteinpflaster laufen kann. Eigentlich war Übernachten in der Speicherstadt nie vorgesehen, wegen der Hochwassergefahr. Ab 4,50 Meter über Normalnull muss jeder das Gebiet verlassen, weil die Gebäude bei Hochwasser nicht zugänglich sind. Das Leben mit der Tide ist hier extrem. Bei Ebbe zeigen sich die Holzpfähle, auf denen die Speicherstadt steht. Bei Sturm steigt das Wasser schnell mal bis unter die Brücken und höher. Wir haben in den letzten vielen Jahren schon das eine oder andere Mal ernsthaft Hochwasser erlebt, über 5 Meter, 5,50 Meter, 5,60 Meter, wo ich wirklich auch persönlich dachte, das ist eine Gewalt, die kannst du im Zweifel nicht aufhalten. Dann laufen die Keller voll, das ist so. Und in der Tat kann es auch passieren. Ich weiß, kann mich an 2007 erinnern. Die ersten Menschen in der Hafen City haben dann während eines extremen Hochwassers ihr Fahrzeug vergessen und konnten sich danach ein neues kaufen. Also klingt lustig, ist es aber in der Tat nicht. Und wir versuchen, technische Maßnahmen zu ergreifen, um Leib und Leben zu retten im Ernstfall. Wäre Klaus Hadaschik und seinen Planern nicht eingefallen, dass ein Fluchtweg auch über das Dach führen kann, hätte das mit dem Hotel hier bis heute nicht geklappt. Das ist also Grundvoraussetzung gewesen, über diesen Gang quasi das Haus verlassen zu können, beziehungsweise auch einen Angriff durch Feuerwehr oder auch Rettungskräfte starten zu können. Und dieser Weg führt direkt auf die Kibbelstegbrücke, der einzige hochwassersichere Zugang für die Speicherstadt. Von hier aus könnten sich die Gäste weiter in die Hafencity retten. Die Gebäude stehen auf 2 Meter hohen Polderbauten und sind vor Hochwasser sicher. Während die Speicherstadt am Hafenrand liegt, gehört das wenige hundert Meter entfernte Kontorhausviertel schon zur Innenstadt. Hier sind die Galeristin und der Fotograf unterwegs, auf der Suche nach Motiven für die Broschüre. Das müssen wir auf ein Bild. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil wir als Auftraggeberin eine Frau haben, die sozusagen weltweit mit prominentesten Fotografen umgeht. Und auch nur im Entferntesten in diesem Kreis zu agieren, ist eine interessante, schöne Aufgabe, vor der ich auch ein bisschen Respekt habe. Das Sprossenfenster. Nur wo anfangen, wenn eigentlich alles an dem Haus ein Bild wert ist? Dabei hatte Baumeister Höger noch nicht mal Architektur studiert. Er kam aus dem Handwerk. 17 Bauanträge musste er stellen, bevor der Senat seinen Plan genehmigte. Für das damals größte Bürohaus in Deutschland. Höger hat eben, abgesehen von diesem genialen Entwurf auf diesem kleinen Grundstück, das hat er ja genial gemacht, er hat ja das Optimale rausgeholt aus dieser Form. Das war ja nur so ein kleines, spitz zulaufendes Stück Land hier. Das muss erstmal einer nachmachen. Ich hätte es ja nicht hingekriegt. Klinkerstricker war der Spitzname des Baumeisters. Und wenn man von hier schaut, dann sieht man nämlich eine Linie. Die sind zwar immer in der gleichen Höhe, aber wenn man von hier schaut, sieht es aus, als wenn das hier so völlig versetzt ist immer. Ja, und es also schwingt wirklich, auch ein bisschen. Ne? Ja, so ein bisschen Topflappen, Häkelornamentik. Ja. Aber
Arbeit. Wie jeder hat sich einer verrechnet. Es sind immer sechs. Das würde man sofort sehen. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, wie beim Häkeln eben. Es sind immer sechs Lagen Ziegel und dann ist eins schräg gestellt. Und dann wieder sechs und dann immer schräg gestellt. Bis nach oben. Es ist einfach einzigartig. Ja, ist einzigartig. Im Innenhof ist das Setting perfekt. Das sieht ganz toll aus mit diesem Licht, das hier unten reflektiert wird in diesem Bogen, weil da jetzt die Sonne so reinscheint. Das ist ganz, ganz toll. Das ist die Frage, ob man das in ein Bild kriegt, was das wiedergibt, was wir hier mit Augen sehen. Aber ja, aber das probieren. Checken wir jetzt. Das probieren wir jetzt, weil es wäre schon toll. Eventuell. Jetzt kommen hier so ein paar. Kleine Spiele mit dem Schatten. Toll sieht das aus. Super. Das nehmen, so ein Bild nehmen wir. Im Ernst jetzt? Ja, das finde ich total cool. Das macht nichts. Das sieht total cool aus. Ja, als wenn es da hinten in einen Park geht. Ja. Ja, das sieht ganz toll aus. Und es ist doch für Oktober sehr grün. Ja, ich bin ganz begeistert. Vielleicht gibt es auch noch was vom Dach aus zu entdecken. Flo Peters war jedenfalls noch nie oben. Man fühlt sich doch hier wie auf einer Brücke, auf einem Schiff. Genau so. Also dieses Gebäude ist wie ein Schiff gebaut. So spitz zulaufen und jetzt hier oben, wenn man ganz hier oben ist, dann ist es genau so. Dieses Gefühl ist genau so. Könnt ihr jetzt losfahren eigentlich? Und jetzt mit diesem, ja, es kann jetzt losfahren. Ja? Und dann mit dieser Fahne hier, das, was? Es hat was. Und dann diese Welle, also eigentlich könnte man jetzt Titanic einspielen. Ja, ich beug mich gleich da vorne rüber. Welche Seite sieht denn besser aus? Sonnenseite. Ja, immer. Ich will meine Kamera an, es geht nicht. Nein. Du verrät er nicht. Jetzt will das Mist Ding. Das ist hier toll hier. Das ist super. Thomas Hampe wagt mit Flo Peters am Ende noch einen Blick auf die andere Hälfte des Welterbes gegenüber. Ein diskreter Hinweis, dass es das Chile-Haus ja nicht alleine geworden ist. Schöner könnte die erste Fahrt mit dem Kühlrad für Christian Rusche nicht sein. Kaum zeigt er sich damit, gewinnt er schon den ersten Fan. Sogar aus England. Erstmal die Daten. Bis zu 300 Kilo Zuladung, Elektromotor, 80 Kilo Eigengewicht und so weiter. Dann noch die perfekte Pose. Ich kann nur sagen, wie die Amerikaner, big is beautiful. Es ist einfach, ja, ich freue mich. Ich hatte am Anfang irgendwann sogar noch Angst, dass das Ganze halt irgendwie nicht funktioniert, dass es sich irgendwelche anderen Spirenzien halt macht oder weil es alles echt so in so einem Zuladungsbereich ist, wo eigentlich so fahrertechnisch kaum jemand unterwegs ist. Und dann fährt man es und es sind noch so Kleinigkeiten, aber es macht einfach Spaß. Noch reibt der Aufbau am Rahmen. Bald kommt Gummi dazwischen. An der Schnittstelle von Hafen City und Speicherstadt sortiert Thomas Hampel Bilder aus. Eine Qual bei einigen hundert, aber nun mal Teil des kreativen Prozesses. Ich finde das ganz witzig, das ist ein Blick im Innenhof hoch, aber es ist noch nicht korrigiert. Hat er irgendwo korrigiert?
Später hat er noch einen Job bei einer Performance-Künstlerin. Das könnte eine schöne Abwechslung werden. Der Eröffnungstermin im Genussspeicher ist geplatzt. Das Team braucht ein Erfolgserlebnis. Ist fest? Fest? Ja, fest. Immer noch links. Ja. 10 Stück zurück. Bis die ersten Gäste hier Kaffee trinken, wird es noch dauern. Keiner hat daran gedacht, dass der Röster einen Gasanschluss braucht. Für heute kriegen sie keinen mehr verlegt. Dabei ist alles andere schon so schön fertig. 200 Plätze warten auf Besucher. Sehr schön, so passt. Der Röster steht auf Position. Die Rohre für den Schornstein sind montiert. Dennoch mussten sie den Termin mit dem Gutachter heute erstmal absagen. Kaffee trinken werden hier erstmal nur die Mitarbeiter. Also müssen wir warten, bis er wieder Zeit hat, um eben den Röster wieder in Augenschein nehmen zu können. Ich dachte, wir können schön durchstarten, aber leider verzögert sich das ein bisschen. Oh, oh. Könntest du denn nachher auch wieder auskippen? Jedes Mal, wenn ein altes Gebäude eine neue Nutzung bekommt, ist der Immobilienbeauftragte der Speicherstadt mit Albert Schett vom Amt für Denkmalschutz unterwegs. Heute auf der aktuell größten Baustelle im Quartier. Bis vor 10 Jahren hatte der Zoll hier seine Büros. Um von den Kriegsjahren abzulenken, bekam in den 50ern alles im Gebäude eine neue Dekoration an Fenstern, Türen, Geländern. Ein Albtraum für den Denkmalpfleger. Alles war hier gestrichen. Es war vollkommen mit einer Farbe beschichtet. Und was Sie hier sehen, ist feinster Granit in einer handwerklich wirklich hervorragenden Ausführung als Treppenuntersicht. Und den hat man gestrichen. Das ist kaum glaubhaft. Aber das hat nun mal die Nachkriegszeit getan und wir zeigen das alles wieder. Klaus Haderschick möchte, dass zeitgemäß renoviert wird. Der Denkmalschützer will möglichst viel Altes retten. Der Regelfall muss ein guter Kompromiss sein, sodass beide damit leben können. Wir müssen eine Nutzung aufrechterhalten und wir müssen ein Original erhalten. Und das abzustimmen, ist ein langwieriger Prozess. Und den kann A, nicht jeder Bauherr durchhalten, B, nicht jeder Architekt begleiten. Und es ist auf jeden Fall ein längerer Abstimmungsprozess wie ein Neubau. Das ist vollkommen klar. Aber dafür einer mit Überraschungen. Das hier ist unser schönstes Ergebnis, das wir gefunden haben nach der Freilegung. Eine komplette Säule und nicht nur eine komplette Säule, die Säulen gleich mal 4. Das hier war alles eingebaut in eine Wand. Diese Säule stand zur Hälfte frei, sodass wir vermuten konnten, dass wir noch mehr finden werden. Sowas wertet einen Raum natürlich ganz anders auf und gibt ihm ein bestimmtes Ambiente. Stellen Sie sich vor, Sie müssen das heute mit aktuellen Mitteln noch einmal nachbauen. Das ist praktisch. Einzige Problem ist, dass man beim Reinigen immer eine Zahnbürste benötigt. Ja, da ein paar Nachteile müssen sein. Auf jeden Fall. Die Herausforderung für den Speicherstadtbetreiber Haderschick ist es, neue Mieter zu finden, die bereit sind, in die alten Speicher zu investieren. Hier ist es ihm gelungen. Bald zieht ein Kaffeekonzern ein. Der hat mehrere Millionen in den Umbau gesteckt. Das ist die neue Kathedrale. Ja, dieses Gebäude ist ein gutes Beispiel dafür, dass aus einem vielleicht, kann man sagen, Dornröschenschlaf ein Gebäude wieder erweckt wird. Und dieses Erwecken ist natürlich hier ganz besonders mit hoher Qualität verbunden. Man hat kein Interesse gehabt, jahrelang das freizulegen und etwas Besonderes zu zeigen. Und hier, wenn es fertig ist, wird man ganz deutlich sehen, was möglich ist. Bis Sommer nächsten Jahres wird es noch dauern, bis die Geschäfte hier ins Laufen kommen. Zwei Flete weiter macht Lilly Fischer sich verdächtig. Ganz unhanseatisch erwirtschaftet sie keine hohe Gewinnspanne und hat trotzdem Erfolg im Leben. Und jetzt geht der Winter gleich durch
Und dann ergibt es nochmal so eine Beseelung von den Häusern, wer hier alles schon mal war. Also das sind eigentlich Speicherstadtgeister. Meistens sind das Herren. Hätte sie vor 10 Jahren nicht dafür gekämpft, dass sie und 10 weitere Künstler in die Speicherstadt ziehen, wäre der Ort heute nicht so vielfältig. Die Arbeiten der Performance-Professorin sind gefragt. Im Bundestag, in Paris und London. Am liebsten erforscht sie Insekten. Ohne so viel Platz wäre das schwierig. Es ist sozusagen von Hand gemacht, die Gebäude. Und das sind nicht die über auf Computer, also maschinell erstellten Baupläne. Also das spürt man richtig. Und hier habe ich also eben auch Holzfußboden und Ziegelsteine. Also das ist eine ganz, ganz für den Körper so eine ganz angenehme Atmosphäre. Thomas Hampe mag an der Arbeit mit Lilly, dass sie unberechenbar ist. Einfach mal was anderes. Hallo. Grüß dich. Wie geht es? Wollen wir gleich fotografieren? Ja, das, ist, das, nicht. Das wollen wir. Das wollen nehme ich das mal eben mit. Ja. Also wir brauchen jetzt ein paar Fotos von den Mottenkostümen auf dem Dach. Ja. Und zwar ist das jetzt ein Eulenpfeifer. Den gehe ich in dem Kostüm am besten schon hoch. Bei ihrer neuesten Performance bringt sie sogar Zuschauer dazu, sich in Motten zu verwandeln. Das ist super. Muss nur noch ein bisschen sortiert werden. Ne? Die Flügel müssen sortiert werden. Wenn man meist als Raupe durch den Alltag läuft, ist es schön, auch mal die Flügel ausbreiten zu können, sagt Lilly. Lilly inszeniert sich selber und man kann sie nur ganz wenig oder bedingt steuern. Ich kann ihr Vorschläge machen, aber es ist, ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Das heißt, ich bin gezwungen, die Situation zu nehmen, wie sie ist. Und ich mache das eigentlich auch ganz gerne, weil ich bin Beobachter. Ich bin nicht Regisseur. Ich will ihr nicht sagen, sei so oder so, denn sie ist die Künstlerin. Sie hat das gute Recht zu sagen, so bin ich, jetzt mach was draus. Ich muss das hinkriegen. Und du breitest deine Flügel schon mal aus? Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also die hat jetzt natürlich ein bisschen Gegenwind, aber wenn der Wind weg ist und dazu noch ein bisschen Albinoni-Musik, da kann man ganz schön so schweben. Christian Rusche will seinem Chef sein Kühlrad endlich vorstellen. Mit dem Ziel, dass der es ebenso anmietet wie die anderen drei. Das ist die Kühlung. Hier unten haben wir, das war ja deine Idee, damit ja, genau. Die Kälte nicht rausfällt. Ganz genau. 1,5 Jahre hat er bis zu diesem Moment daran gearbeitet. Das ist jetzt der kälteste Rucksack, den ich zurzeit auf Lager habe. Bei 6 Grad soll sich die Temperatur halten, ganz ohne Stromverbrauch. Dass die Kälte einfach immer von oben runterfällt. Auf die 6 Grad halt kommt. Du kannst einfach, nach Stumpf ist Trumpf. Ja, okay. Trockeneis oben rein, ja nicht. Hier oben ist das Trockeneis drin. Jetzt ist die Schublade angefroren. In dem Gitter, ne? Ja, okay. So, das heißt eigentlich in dem Gitter drin. Und hier stecken dann die Ventilatoren drin. Ja. Also meine Zukunft ist gesichert? Ich denke ja. Ich denke, er hat eher zu wenig Fahrräder. Also das werden wir aber jetzt sehen. Also im Grunde ist es. So wie wir zusammenarbeiten, ist das im Grunde ein Wachstumsprozess. Als wir uns kennengelernt haben, hatte er ein Fahrrad, jetzt hat er 3, das ist das 4., wenn ich es richtig sehe. Und ich denke, wir werden das weiter ausbauen. Das ist schon so ein bisschen, dass man so eine Idee halt hat und vielleicht auch so den Anspruch, die Welt ein bisschen besser und sauberer zu machen. Das macht man ja nicht unbedingt halt so direkt immer so gleich mit so einem finanziellen Ansatz. Wenn das aber am Ende dann dabei rauskommt, dass man halt Geschäftsfeld hat, von dem man dann halt auch leben kann und dem man die Sachen halt besser macht, so, dann ist das einfach eine persönliche Win-Situation. Das kann man, weiß ich nicht, das kann man schlecht in Worte beschreiben, das ist toll. Das hier, das liebe ich.
Das ist cool. Ja, das hängen wir an einen Pfeiler. Und zwar an... An welchen? An den. Niemals hätte sich die Galeristin vorstellen können, Bilder mit Klebeband zu fixieren. Aber wenn sie nur für einen Abend an der Wand hängen, warum eigentlich nicht? Das ist gerade. Ja. So, und jetzt machen wir. Ja. Oder? Er hier. Zack. Dass ruhig auch die Stadt mal einen Empfang für das Welterbe ausrichten könnte, kommt ihr erst gar nicht in den Sinn. Die hat andere Sorgen, so die Hamburgerin. Wir unterstützen die Stadt, oder? Wir sind auf der Autobahn vor ein paar Tagen, sind wir gefahren und da haben wir so ein großes Schild gesehen. World Heritage, oder? Weltkultur, was war das? Bremer Rathaus? Ja. Bremer Rathaus, das Bremer Rathaus ist Weltkulturerbe, hat so ein Schild an der Autobahn. Also jetzt hier unser, jetzt brauchen wir aber auch ein Schild an der Autobahn. Vielleicht sammeln wir heute Abend schon mal. Wir fangen schon mal an und sammeln. Zehn Tage später als geplant kann der Genussspeicher nun eröffnen. Auch hier gilt dezente Goldlettern. Klaus Hadaschik von der Hamburger Hafen- und Logistik AG überprüft, ob die Handwerker sauber gearbeitet haben. Noch nicht ganz fertig, Finish fehlt, Farbangleichung muss noch stattfinden, aber einsatzbereit und funktioniert. Und Sebastian von Bülow einmal bitten, das Schild sozusagen zu lüften. Hamburger aus der Kaffeeszene und die Nachbarschaft sind gekommen. So viel wie ein kleines Einfamilienhaus hat es den Betreiber gekostet, die 700 Quadratmeter Fläche herzurichten, mit Café, Rösterei plus Schornstein und Museum im Kellergewölbe. Eher eine Herzensangelegenheit als kaufmännisches Kalkül. Nach den langen Bauarbeiten kann Röstmeister Erik Brockholz endlich seiner Aufgabe nachgehen. Die letzten zwei Nächte nicht schlafen, aus dem einfachen Grund, weil ich gebetet habe, dass heute alles klappt zur Eröffnung. Es war nicht leicht, aber jetzt umso mehr glücklich sind wir natürlich, dass es endlich geschafft ist. Okay, und wie geht's weiter? Rösten, rösten, rösten. Unten im Gewölbekeller stehen etliche Ausstellungsstücke wieder in Reihe. Kaffee kann vielfältig sein. Dass die Schätze alle trocken bleiben, ist wahrscheinlich. Seit einer Probeevakuierung wissen alle, was sie tun müssen, wenn Sturmflut kommt. Klaus Hadaschik ist schon wieder unterwegs. Zu seinem nächsten Projekt, dem alten Maschinenhaus. Für ihn eine Schatzkammer. Von hier aus wurden früher die Winden und die Beleuchtung der gesamten Speicherstadt gesteuert. Jetzt soll was Neues kommen. Was, weiß der Immobilienchef noch nicht. Nur, dass möglichst viel Altes erhalten bleiben soll. Hier sind wirklich noch die originalen Haken, also der Kran. Das Stahlwerk ist schon Ingenieurskunst, Knotenbleche. Also alles, was der Metaller sich wünscht, findet man hier. Sein Plan? In 10 Jahren soll die Speicherstadt komplett entwickelt sein. Dann wird es Erlebnisse wie diese hier für ihn nicht mehr geben.
Im ersten Moment ist es insbesondere so, dass es natürlich was weckt, was Emotionales weckt. Und etwas Euphorisches auch in einem auslöst. Der zweite, dritte Gedanke ist natürlich, wie setze ich es technisch um, ne, was kostet das und so weiter und so weiter. Aber dann wieder zurück über den Spannungsbogen ist es dann hoffentlich irgendwann fertig und dann ist die Emotionalität wieder da. Veranstaltet, beziehungsweise wir haben die Idee dazu gehabt, weil wir gedacht haben, wenn das Chilehaus Weltkulturerbe wird, dann muss man das in irgendeiner Form ein bisschen feiern. Und das machen wir heute Abend auf ganz zarte Weise. Unter den Gästen sind auch die Enkelin des Bauherrn Slohmann und der Enkel des Baumeisters Höger. Die Broschüre bekommt Thomas Röhrs von der Eigentümergesellschaft als erster. Voilà. Eigentlich eine Festschrift. Das ist ja toll geworden. Das ist es also. Ist das nicht toll? Ach, Frau Peters, also schon, jetzt mal ganz im Ernst. Schon der erste Eindruck ist ja wirklich großartig. Doch gut gemacht, oder? Also das ist wirklich eine großartige Arbeit. Ich glaube, das ziert jedes Bücherregal. Ein solches Privatengagement für das Chilehaus hat die Immobilienfirma nicht erwartet. Hammer. Ist gut, oder? Ja, das ist so richtig, ja, richtig toll. Ganz großartig. Freut mich. So, und noch einer schaut heute mit besonderer Erwartung in die Chilehaus-Broschüre. Fotograf Thomas Hampe. Und noch der Doppelseiten, also da kann man sich nicht beschweren. Schöne Bilder, schöne Gestaltung. Hier auch. Oder hier der Schiffsbuch. Ne? Er verschwindet ein wenig im Pfalz, aber da ist er. Hamburgs Welterbe hat den Wandel der Zeiten gut gemeistert. Viele engagierte Menschen haben dazu beigetragen, haben immer wieder für neues Leben in den alten Mauern gesorgt. Kontorhausviertel, Chilehaus und Speicherstadt sind auf einem guten Weg in die Zukunft.